Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zu Windows 11 Grundkompetenzen und diesmal wollen wir uns im Windows Explorer das sogenannte Vorschaufenster einblenden lassen. Wie du Windows Explorer aufrufst, weißt du, Tastenkombination Windows E. Ich bin hier in einem Ordner, möchte mir jetzt das Vorschaufenster einblenden lassen. Ich gehe auf Anzeigen, Einblenden und Vorschaufenster. Und auf der rechten Seite habe ich hier jetzt das Vorschaufenster. Wenn ich jetzt eine Datei ausgewählt habe, bekomme ich eine Vorschau. Hier eine Datei, also eine Grafikdatei und hier eine Word-Datei. Ja, das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.